Wir beginnen. Ich begrüße Sie und euch zu dieser Anhörung der Kinderkommission im Deutschen Bundestag. Sie wird wiederum im Parlamentsfernsehen übertragen. Das heißt, alles, was sozusagen aufgezeichnet wird, kann man dann am morgigen Donnerstag ab 12 Uhr auf den Seiten des Bundestages auch sehen und bleibt für die Nachwelt verewigt. Wir beschäftigen uns als Kinderkommission des Deutschen Bundestages aktuell mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche mit dem großen Schwerpunkt auf die Lockdown-Situation im Frühjahr. Ich weiß, Sie und ihr wissen, dass das aktuell noch mal eine viel größere Bedeutung bekommt, weil was jetzt diskutiert wird, gibt notwendige Lehren auch für Politik und für Exekutive, teilweise aber auch schon für die Gerichte, für den Umgang mit Einschränkungen, mit sinnvollen und zielführenden Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir uns mit dieser Anhörungsreihe an den Regelungsinhalten im Sozialgesetzbuch 8, also im Kinder- und Jugendhilferecht, orientieren. Uns geht es insbesondere um sozusagen mit den Blick auf Kinder und Jugendliche zu schärfen, auf die, die in der Pandemie zumindest zu Beginn ein Stück weit aus dem Blick gefallen sind, jetzt dafür umso mehr betrachtet sind, Lehren zu ziehen und am Ende sozusagen auch Stellung beziehen zu können mit eigenen Vorschlägen. Wir befassen uns heute mit dem kompletten Bereich von frühkindlicher Bildung und Betreuung, das heißt Kindertagespflege, Kita, und haben als Gäste eingeladen Dr. Elke Alsago von der Gewerkschaft Verdi aus der Fachstelle Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit. Herzlich willkommen. Ulrike Grosse-Rötig von der Bundeselternvertretung und Heiko Krause vom Bundesverband Kindertagespflege. Und ich bin gebeten worden, weil uns zunehmend Zuschriften erreichen von Menschen, die offenbar sozusagen diese Videos sehen aus den öffentlichen Anhörungen und damit gewisse Erwartungen verbinden über die Möglichkeiten der KIKO, noch mal drei Worte dazu zu verlieren, was die Kinderkommission des Deutschen Bundestages ist. Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages gibt es jetzt seit gut 30 Jahren. Sie ist ein Unterausschuss des Familienausschusses. Wir haben keine gesetzgeberischen Kompetenzen. Wir werden die Bundesregierung auch nicht anweisen können, dieses und jenes zu tun, sondern wir wirken durch unsere besonderen Arbeitsmechanismen. Das heißt, wir haben erstens ein besonderes Quorum. Alle Entscheidungen, die wir hier treffen, die veröffentlicht werden in Form von Stellungnahmen zu aktuellen öffentlichen Auseinandersetzungen, wo es um Kinder und Jugendliche geht, brauchen eine Mehrheit von 2/3 der Mitglieder der KIKO und die 2/3 der Mitglieder des Mutterausschusses repräsentieren. Das heißt, wir haben hier eine besondere Mehrheit, die es sonst im Parlament nicht so gibt. Wir haben einen rotierenden Vorsitz und wir haben aus jeder Fraktion nur ein Mitglied. Die Stellungnahmen, die wir veröffentlichen, auf der Website der Kinderkommission über die vielen Jahre und letzten Wahlperioden zu allen möglichen Themen strahlen darüber aus, dass sie hier mit einer sehr großen Mehrheit, nämlich im Wesentlichen häufig einstimmig oder mit wenigen Abweichungen, beschlossen worden sind und übliche Auseinandersetzung Opposition, Koalition nicht die erste Geige spielen, sondern die erste Geige spielt, was glauben wir, ist für Kinder und Jugendliche wichtig und versuchen, ihre Interessen wahrzunehmen und zu vertreten. Dann komme ich noch ganz kurz, wer sind wir, weil das sieht man auf den Schildern auch nicht. Zu meiner Linken sitzt Susanne Rüdrich von der SPD-Fraktion, daneben Charlotte Schneide-Wendt-Hartnagel, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, daneben Herr Huber von der Fraktion der AfD und auf meiner rechten Seite Matthias Seestern-Pauli von der FDP-Fraktion und Bettina Wiesmann von der CDU-CSU-Fraktion. So, wir haben nun vereinbart, dass wir zunächst unsere drei Sachverständigen zu einem kurzen Input jeweils zu Wort kommen lassen von ungefähr 10 Minuten. Nach 9 Minuten gebe ich so ein wunderschönes Klingeln ab. Das heißt, man muss so langsam seine Gedanken zum Ende hin ordnen und kommen danach in sozusagen eine ganz normale Anhörungsrunde, wo wir in Fragen, Antworten und Statements treten werden. Das Ganze wird protokolliert und ist im Livestream zu sehen. Gegen 16.30 Uhr müssen wir dann enden. Die Sachverständigen haben mir übermittelt, dass Frau Grosse-Rötig beginnt. Bitte schön, Sie haben das Wort. Die Frage, die sich der Bundeselternvertretung natürlich als erstes gestellt hat, wo standen wir, wo stehen wir? Das heißt, wir hatten ein System der Kindertagesbetreuung oder der Familien bis zum Lockdown. Da gab es das Kind, umgeben von Großeltern, Vereinen und Nachmittagsangeboten, von der Einrichtung und von der Kernfamilie, von den Eltern. Ab dem 13. März hatten wir nur noch das. 24 Stunden am Tag nur noch die Familie. Die zwischen dem Staat und den Eltern bestehenden Vereinbarungen, dass Beruf und Familie vereinbar sind, wurde einseitig aufgekündigt. Das Recht auf Bildung wurde dem Gesundheitsschutz untergeordnet, wobei wir die verfassungsrechtliche Berechtigung da gar nicht in Zweifel ziehen wollen. Dass das die Notwendigkeit bestand, das wird von der Bundeselternvertretung zu keiner Zeit in Frage gestellt. Wir haben
jedoch unmittelbare Folgen der flächendeckenden Schließung der Kindertageseinrichtung. Wir unterscheiden dort vier große Bereiche: die elternzentrierte Sicht, die kindzentrierte Sicht, die familiensystemzentrierte Sicht und die einrichtungszentrierte Sicht. Zunächst zur elternzentrierten Sicht. Die Eltern sahen sich plötzlich hohen wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt. Einkommensverluste drohten, weil Kinder zu Hause betreut und gebildet werden mussten. Und die Notwendigkeit hat gezeigt, oder die Wirklichkeit hat gezeigt, dass in vielen Familien die Notwendigkeit besteht, dass zwei Einkommen erwirtschaftet werden müssen. Dass es also nicht einfach so geht, dass ein Einkommen wegfällt oder ganz und gar nur ein Einkommen vorhanden ist. Das hat uns überrascht, dass das vor allem in sogenannten Mittelverdienerfamilien der Fall ist, wo ganz klassisch der Hauskredit, das zweite Fahrzeug noch auf Kredite bedient werden müssen und dass da ganz akute Existenzängste plötzlich bestanden haben. Die sind stark ansteigend gewesen mit fortschreitender Schließzeit. Am Anfang war das alles noch verträglich, danach wurden die Nachfragen immer drängender und es wurde immer schwieriger. Die Arbeitszeiten befanden sich in der Zeit des Lockdowns weit oberhalb jeder Belastungsgrenze. Wir unterscheiden da wieder in den sogenannten systemrelevanten Berufen, die sich häufig in Schichten befinden, also im Schichtsystem befinden, gerade im Gesundheitssystem, Pflege, Polizei und so weiter, die plötzlich nur noch versetzte Schichten machen konnten, massiv versetzte Schichten machen konnten, weil die Einrichtung als Entlastung nicht mehr vorhanden war. In den gemischten Familien, wo einer systemrelevant war, blieb die Betreuung und Bildung der Kinder an einem in der Familie hängen. Auch das war eine ganz große Belastung für diese Familiensysteme. In diesen Homeoffice-Familien und in sogenannten Homeoffice-Familien, wo beide Eltern sich im Homeoffice befunden haben, auch da mussten die Arbeitszeiten massiv aufgeteilt werden. Wir haben davon ganz vielen Familien gehört, wo einer von früh um 4 bis früh um 8 gearbeitet hat, dann die Kinder übernommen hat und dann wieder angefangen hat, ab um 9 oder ab 8, je nachdem, wann die Kinder ins Bett gegangen sind, wieder weiterzuarbeiten. Bei Alleinerziehenden war die Situation massiv prekär. Egal, ob sie jetzt im Homeoffice waren, in systemrelevanten Berufen, ganz am Anfang gab es auch da noch keinerlei Entlastung, oder in Berufen, wo Präsenz einfach auch noch im Lockdown notwendig war. Da haben uns ganz viele Zuschriften erreicht. Ich muss dazu sagen, dass das, was ich hier vortrage, nicht studienbasiert ist, sondern das, was an die Bundeselternvertretung in unendlichen E-Mails, Telefonkontakten in allen Ebenen, also wir sind ja dann immer die Bundesebene, in der es am Ende landet, herangetragen wurde. Das sind also aus Erlebnisberichten von Eltern und Familien gespeiste Erfahrungen. Ganz besonders war auch diese kindzentrierte Sicht. Jeder weiß, die Kinder haben die sozialen Kontakte vollständig verloren. Die Einrichtungen waren geschlossen, die Spielplätze waren geschlossen, es sollte sich niemand treffen. Kinder haben also den Kontakt zu Gleichaltrigen weitestgehend verloren, soweit nicht Geschwister im Haushalt vorhanden waren. Wir haben feststellen müssen, dass die Kinder den Verlust von Bezugspersonen verkraften mussten, denn gerade das pädagogische Personal in Einrichtungen ist in sozial instabilen Familien, egal ob das Trennungsfamilien sind oder wirtschaftlich schwierige Verhältnisse oder ja überhaupt auch sozial prekäre Familien sind, eine ganz wichtige Bezugsperson, die an jedem Tag der Woche vorhanden ist und die dem Kind auch Stabilität gibt. Wir haben das erlebt in Umgangsfamilien, wo plötzlich der Übergabeort zum Beispiel abhanden gekommen wird. Das sind also wirklich so kleine Felder, wo wir große Auswirkungen gespürt haben. Wir hatten den Verlust von Tagesstrukturen bei den Kindern. Dieses ich gehe früh in die Einrichtung, am Nachmittag werde ich abgeholt, ich treffe dort meine Freunde, ich werde dort, habe dort tolle Angebote, ich kann dort spielen. Das war ein großer Punkt. Was wir am Anfang so nicht auf dem Schirm hatten, was aber ein ganz massiver Punkt war, ist der Verlust von gesunder Ernährung. Wir mussten feststellen, dass die Kinder, die bisher Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
bezogen haben, plötzlich zurückgeworfen wurden auf die Finanzierung von Ernährung in ihren Familien. Plötzlich sind diese Angebote weggefallen. Das heißt, die Familien mussten aus dem, was aus den normalen Leistungen kommt, die Ernährung der Kinder mitbekommen. Und das war also ein ganz, ganz großes Problem. Es ist dann gelungen, also Hamburg hat es dann eingeführt, ein Mittagessen für jedes Kind, ganz tolles Projekt, wo in den Einrichtungen die Mittagessen ausgegeben wurden. Wir haben auch eine ganze Reihe von Einrichtungen, die so Frühstückspakete ausgeben, auch über DRK oder sowas. Auch das ist weggefallen. Auch das musste kompensiert werden, finanziell, aber eben auch strukturell durch Familien, die das unter Umständen einfach nicht leisten konnten. Dieses Hamburger Modell mit einem Mittagessen für jedes Kind haben wir dann versucht, auch in anderen Einrichtungen unter Einhaltung von Hygienekonzepten zu etablieren. Ist zum Teil gelungen, aber war etwas, was wir so nicht auf dem Schirm hatten zu Beginn. Und etwas, was sich verschärft hat mit Länge des Lockdowns. Wir haben ganz massiv den Verlust sprachlicher Förderung erlebt, insbesondere in Familien mit Migrationshintergrund, in denen nur die Sprache des Herkunftslandes gesprochen wird, aber auch in Familien, die bildungsfern sind, hat es große Nachteile gezeigt. Wir haben auch, das muss man auch sagen, den Verlust von körperlichen Hygienemaßnahmen erlebt. Zahnhygiene spielte da eine große Rolle. Ne? Zu Hause das Zähneputzen funktioniert einfach in manchen Familien nicht. Da üben die Kinder in einer Einrichtung bei Tagespflegeeltern einfach Dinge ein, die sie dann nach Hause nehmen. Je länger der Lockdown dauert, gerade bei kleinen Kindern, desto schneller verliert sich sowas. Zur familiensystemzentrierten Sicht. Wir haben ein hohes Stresslevel aufgrund der sozialen Überforderung. Je mehr Kinder im Haushalt waren, die plötzlich neben dem Homeoffice oder neben dem auch systemrelevanten Berufen zu Hause betreut und gebildet werden mussten, je mehr Überforderung kam einfach in den Familien zum Tragen. Im Rahmen vom Homeoffice, weil viele Arbeitgeber tatsächlich kaum Rücksicht genommen haben, also viele haben das, aber es gab auch viele, die gesagt haben, naja, das muss halt trotzdem alles funktionieren. Nebenher noch kleine Kinder zu betreuen, ist so eine Sache. Je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist es. Es gab, was ich vorhin schon bemerkt habe, eine extreme Verlängerung der Tagesstruktur. Solange die Kinder wach sind, muss ich mich um die Kinder kümmern. Davor und danach muss ich das, was im Homeoffice zu tun ist, tun. Dadurch haben sich die Tage unendlich verlängert. Das ist eine Rückmeldung, die haben wir tausendfach bekommen. Abrupte Tagesabläufe waren plötzlich nicht mehr vorhanden. Alles, was so in Familienstrukturen funktioniert, wir stehen früh auf, machen uns alle fertig, gehen wieder, war alles von einem auf den anderen Moment zerschossen. Und auch schwierig, gerade kleinen Kindern beizubringen, dass jetzt eben gerade nicht das Wochenende ist, in dem wir länger schlafen können, alle zu Hause sind. Wunderbar. Eine große Unsicherheit kam dazu. Wie wird es weitergehen? Wann wird es enden? Gerade am Anfang war ja völlig unklar, wie lange wir uns in dieser Situation befinden. Das ist gerade ganz aktuell, weil niemand weiß, wie es jetzt gerade weitergeht. Wir hatten hohe finanzielle Belastungen, dazu habe ich eben schon was gesagt. Was uns sehr überrascht hat, war der unmittelbare Rückfall in tradierte Familienmuster. Plötzlich waren die Mütter wieder zu Hause. Massiv. Also das hat uns sehr überrascht, dass diese Gesellschaft das so in der Schublade hat, dass sie sofort präsent wieder rausholen konnte. Es gab also eine viel höhere Belastung in den Familien. Was wir inzwischen auch wissen, eine erhöhte Gefahr von der Gewalt in der Familie. Die einrichtungszentrierte Sicht will ich jetzt nur ganz kurz so darstellen. Das Wirken der Einrichtung in den Sozialraum war gerade mit diesem Mittagessen zum Beispiel ganz wichtig, dass auch aus der Einrichtung heraus in den Sozialraum gewirkt wurde. Nach unserer Ansicht sollte unbedingt vermieden werden, dass wir erneut in eine flächendeckende Schließung von der Einrichtungen kommen, weil die Folgen, die wir jetzt gerade gesehen haben in diesen Sichten, die sind einfach so zentral, wirken so zentral in Familien, dass die Schäden, die daraus folgen, den Gesundheitsschutz massiv überwiegen. Abgesehen in der Präsentation, die haben wir ja, es ist noch einiges mehr, aber ich glaube, einiges wird sich auch in der Debatte ergeben und das war auch, glaube ich, so schon ein guter Einblick.
Vielen Dank, Frau Grosse-Rötig. Als nächstes hat das Wort Herr Krauser vom Bundesverband Kindertagespflege. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, ein paar Informationen zur Situation der Kindereltern und Kindertagespflegepersonen Ihnen präsentieren zu können. Vielleicht beginnen wir damit. Es gibt in Deutschland 45.000 Kindertagespflegepersonen, die etwa 177.000 Kinder betreuen. Und ich würde gerne anfangen mit einigen Spezifika der Kindertagespflege, weil es da durchaus Abgrenzungen auch zur Kita gibt. In der Kindertagespflege besteht in der Regel eine besonders enge Beziehung zu einer ganz bestimmten Kindertagespflegeperson, sowohl vertraglich als auch pädagogisch. Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine kleine Gruppe aus. Im SGB VIII ist klar geregelt, dass lediglich 5 gleichzeitig anwesende fremde Kinder betreut werden können. Das heißt, wir haben eine sehr kleine Gruppe, die auch oftmals altersgemischt ist. Zum Setting der klassischen Kindertagespflege gehört eine sehr familienähnliche Struktur. Kindertagespflegepersonen können zeitlich meist flexibel auf die Bedarfe der Eltern eingehen, weil es eben nur wenige Eltern sind, deren Kinder sie betreuen. Die überwiegende Zahl der Kinder in Kindertagespflege sind zwischen 1 und 3 Jahre alt. Das heißt, wir reden über sehr junge Kinder. Welche Auswirkungen hatte jetzt die Corona-Pandemie? Ich beginne mal mit den Auswirkungen auf die Kinder. Ich denke, wir haben von Frau Grosse-Rötig schon einiges dazu gehört. Kinder wurden oftmals von einem auf den anderen Tag aus ihrem gewohnten Tagesablauf gerissen. Ich komme immer wieder darauf zu, wir reden über überwiegend junge Kinder. Kinder erleben verunsicherte Erwachsene und kommen oftmals mit dieser Situation auch gar nicht klar. Was ist da eigentlich passiert? Warum ist plötzlich alles so anders? Kinder verloren von einem auf den anderen Tag den Kontakt zur Kindertagespflegeperson als einer wichtigen Bezugsperson. Und junge Kinder können eben noch nicht verstehen, was bedeutet eine Pandemie? Was ist da überhaupt los? Die Kommunikation per Telefon oder Video zwischen den Kindertagespflegepersonen und Kindern ist bei sehr jungen Kindern oftmals nicht möglich oder nur sehr eingeschränkt. Kinder erleben auch vermehrt autoritäres Verhalten und weniger Partizipation. Frau Grosse-Rötig hat das angesprochen. Besonders junge Kinder sind auch durch Masken verunsichert. Das kann sich auf die Bindung und Beziehung zu ihrer Kindertagespflegeperson auswirken. Masken behindern die Kommunikation und damit auch die sprachliche Entwicklung. Die Kinder müssen die Tagespflegeperson wahrnehmen können. Sie müssen sehen, was die Tagespflegeperson sagt. Das ist auch eine große Problematik. Es gibt Einschränkungen im impulsiven körperlichen Kontakt, den gerade junge Kinder besonders brauchen zu ihrer Tagespflegeperson. Es kann nicht mehr gesungen werden. Einschränkungen von morgendlichen Singerunden oder sowas. Das ist ein großes Problem. Und diese Dinge haben maßgeblicher zur Bildung auch in der Kindertagespflege beigetragen. Auswirkungen auf die Eltern, da würde ich mich an Frau Grosse-Rötig viel anschließen. Oft gab es täglich neue Regelungen, Schließungen, Öffnungen, unterschiedliche Bedingungen in Nachbarkreisen, Notbetreuungen, oftmals auch keine Einbeziehung in die Kommunikationsketten. Auch unklare Definitionen von Systemrelevanz. Wer ist eigentlich systemrelevant? Wer gehört dazu? In einem Land ist es so, im anderen Land ist es so. Unsicherheit, Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Ängste, fehlende Möglichkeiten der Organisation und Betreuung zu Hause. Überforderung in den diversen Rollenanforderungen, Betreuung von Kindern, auch gegebenenfalls älteren Angehörigen. Da passiert ja plötzlich alles auf einmal. Arbeitsorganisationen, Organisation der Partnerschaft etc. etc. Eingewöhnung von Kindern konnte oftmals nicht stattfinden. Auch das ist ein Thema. Wie ging es den Kindertagespflegepersonen während der ersten Welle? Kindertagespfleger war oftmals der Retter in der Not. Täglich gab es neue Regeln, auch hier unterschiedliche Bedingungen in Nachbarkreisen. Oftmals betreuen Kindertagespflegepersonen ja Kinder aus verschiedenen Kreisen und haben dann entsprechend unterschiedliche Regeln. Notbetreuung. In einem Bundesland musste sogar die Notbetreuung gerichtlich eingeklagt werden, dass Kindertagespflegepersonen überhaupt Notbetreuung leisten könnten. Und es fehlte oftmals die Einbeziehung in Kommunikationsketten, Gesundheitsamt, Jugendamt etc. etc. Unterschiedliche Landesregeln, Schließung, Öffnung. Es gab Bundesländer, die haben alle Kindertagespflegestellen geschlossen. Es gab Bundesländer, die haben die Kindertagespflegestellen offen gelassen. Es gab Bundesländer, die haben nur die Großtagespflegestellen geschlossen.
Und das auch alles in wechselnden Situationen. Was für die Kindertagespflegepersonen natürlich eine sehr schwierige Situation war, zu der schwierigen Situation, die sie sowieso schon hatten. Eltern hatten Angst, ihre Kinder zu bringen. Eltern waren zu Hause, haben ihre Kinder selbst betreut. Oftmals kamen die Kinder nicht mehr und die Tagespflegeperson hat dann das Problem gehabt, die Eltern haben sich vertraglich verpflichtet, die Kinder zu bringen und nur die betreuten Zeiten wurden bezahlt. Da kommen wir nachher noch zu. Und deshalb gab es eine große Unsicherheit vor finanziellen Einbußen. Es gab unterschiedliche Regelungen für die Weiterzahlung in den Bundesländern. Einige Bundesländer haben die Urlaubstage angerechnet, einige Kreise haben die Urlaubstage erstmal angerechnet. Also da war es ein sehr bunter Flickenteppich von völlig unterschiedlichen Regelungen. Wie sieht die Kindertagespflege heute aus? Noch immer sind ja viele Eltern zu Hause, ganz oder teilweise, und betreuen ihre Kinder selbst. Das heißt, für die Kindertagespflegepersonen ist es oftmals nach wie vor eine eingeschränkte Planbarkeit. Wir haben Verunsicherung durch regionale Lockdowns, beispielsweise jetzt in Berchtesgaden oder in Delmenhorst, wo ganz plötzlich auch wieder Kindertagespflegestellen, Kitas geschlossen worden sind. Wir kommen nachher bei den Empfehlungen dazu, dass das eines der Probleme ist, dieses einen Tag auf den anderen mangelnde Vorbereitung auf einen Lockdown. Kindertagespflegepersonen, die zur Risikogruppe gehören, also über 60 Jahre alt sind oder die Vorerkrankungen haben und deshalb nicht betreuen können oder auch wollen, weil sie Angst haben, oder auch Kindertagespflegepersonen, die in ihrem Haushalt betreuen und ältere Angehörige im Haushalt haben, haben vielleicht auch Angst zu betreuen, weil sie ihre eigenen Angehörigen gefährden könnten. Die können nicht betreuen und haben deshalb auch keine Einkünfte. Qualifizierungskurse neuer Kindertagespflegepersonen sind ausgefallen. Da hat es zwar verschiedene Online-Angebote gegeben, aber das war sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Bildungsträgern und oftmals eben auch nur mit Verzögerung. Der Bundesverband hat eine Blitzumfrage zu Corona in der Kindertagespflege durchgeführt. Das haben wir gemacht vom 18.06. bis zum 23.06. Wir haben 371 Jugendämter befragt, 106 Mitgliedsorganisationen, bewusst keine Kindertagespflegepersonen, sondern insbesondere die Jugendämter. Und davon haben 243 geantwortet, also mehr als die Hälfte der Befragten, überwiegend Jugendämter. Und wir haben zum Beispiel gefragt, bitte schätzen Sie, wie viele Kindertagespflegepersonen gehören zu einer Risikogruppe älter als 60 Jahre oder mit Vorerkrankungen, beziehungsweise haben im Haushalt Familienangehörige, die zu einer solchen Risikogruppe gehören. Und da haben 22% geschätzt, dass Kindertagespflegepersonen eben bei sich in ihrem Jugendamtsbezirk solche Vorerkrankungen haben oder älter sind. Wir wissen inzwischen auch von DeStatis, dass wir etwa 5.800 Kindertagespflegepersonen haben, die älter als 50 Jahre sind, von den 45.000, die es etwa gibt. Und Haushalts- und Familienangehörige in dieser Schätzung, 22% wird geschätzt, dass dort ältere Haushalts- und Familienangehörige im Haushalt der Tagespflegeperson sind, was natürlich auch eine schwierige Situation war und nach wie vor ist. Wir haben nie so viele Zugriffe auf die Homepage des Bundesverbandes gehabt. Ich will das ganz kurz machen. Allein im Monat April hatten wir 54.000 Zugriffe auf die Homepage. Das hatten wir noch nie in der Geschichte des Bundesverbandes. Das zeigt das Interesse. Wir hatten täglich zu tun mit Eltern, die verzweifelt waren, mit Kindertagespflegepersonen, die nur den Anrufbeantworter im Jugendamt gehört haben, die nicht wussten, wo sie sich hinwenden sollen, mit Fachberatungen, die auch sagten, ich habe keinen Kontakt zu meinem Gesundheitsamt, ich kriege von meiner Landesregierung nichts. Das heißt, Kommunikationsketten waren eines der großen Probleme. Was hat das für Auswirkungen auf die Kindertagespflege als Betreuungsform? Kindertagespflege könnte aufgrund der kleinen Gruppengröße für Eltern interessanter werden, weil wir hier wirklich kleine, überschaubare Gruppen haben. Ist auch vielleicht für die Eltern aus Risikogruppen besonders geeignet. Die Zahl der täglichen Elternkontakte ist natürlich erheblich geringer bei einer Kindertagespflegestelle als bei einer Kita, die vielleicht 100 Kinder hat, also 200 Elternkontakte am Tag. Für Eltern aus systemrelevanten Berufen kann die Kindertagespflege besonders individuell auf deren zeitliche Bedarfe eingehen.
Aber natürlich, die wirtschaftliche Unsicherheit ist ein Thema und es wird schwieriger, neue Kindertagespflegepersonen zu gewinnen. Welche Empfehlungen geben wir? Wir brauchen klare, rechtzeitige Informationen der Kindertagespflegestellen über die Jugendämter zur Weitergabe an die Eltern, also klare Kommunikationsketten rechtzeitig, um die Kinder auch vorbereiten zu können und die Eltern vorbereiten zu können. Wir brauchen unbürokratische und schnelle, einheitliche Regelungen für die Existenzsicherung der Kindertagespflege, wenn es wieder einen zweiten Lockdown geben sollte. Auch nicht nur eine empfohlene Schließung, weil eine empfohlene Schließung nicht zu einer Zahlung führt nach dem Infektionsschutzgesetz, sondern es muss eine behördliche Anordnung dann sein. Kindertagespflegepersonen müssen in Konzepte von Eltern- und Kinderkommunikation einbezogen werden. Es darf auch nicht der Kindertagespflegeperson obliegen, mit den Eltern auszudiskutieren, ob die Eltern systemrelevant sind oder nicht. Das kann nicht die Aufgabe von Kindertagespflegepersonen sein. Es gibt ja eine Corona-Kita-Studie vom Deutschen Jugendinstitut und vom Robert-Koch-Institut. Da sind wir sehr gespannt auf die Ergebnisse. Letzte Folie. Seit fast einem Jahr inzwischen bestimmt Corona unser Leben. Im Leben eines dreijährigen Kindes ist das ein Drittel seines Lebens. Im Leben eines zweijährigen Kindes die Hälfte seines Lebens. Je nachdem, wie lange dieser Zustand noch andauert, wird das Auswirkungen auf die weitere Zukunft und die spätere Entwicklung haben. Psychosoziale Folgen sind noch gar nicht absehbar. Ich denke, wir brauchen dringend gründliche Langzeituntersuchungen, was mit Kindern in dieser Corona-Zeit passiert ist und weiter passiert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Krause. Und das Wort geht in der letzten Runde an Frau Dr. Alsago von Verdi. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich glaube, die Vorträge ergänzen sich ganz gut, weil ich werde mich nicht auf den Lockdown nicht mehr so viel beziehen. Ich glaube, das ist uns jetzt allen auch klar, was da so passiert ist. Da waren ja die Ausführungen von den beiden Kollegen und Kolleginnen schon sehr gravierend und anschaulich. Ich würde meinen Vortrag in folgende Punkte gliedern. Funktionieren die Kitas? Fragezeichen. Gibt es eigentlich eine Überforderung? Würde noch mal was zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sagen und zur Marginalisierung, die wir im Augenblick sehen. Funktionieren die Kitas? Die Rückkehr zum sogenannten Regelbetrieb, da gab es hier so im Pfälzischen Merkur eine schöne Überschrift, da hatte ein Amtsleiter gesagt, die Betreuung in den Einrichtungen funktioniert, folgerte Amtsleiter aus dem Gespräch, auch wenn in der einen oder anderen Kita nicht das komplette Personal im Einsatz ist. Wir sehen, es wird überhaupt nur noch über Betreuung gesprochen. Das halten wir für wirklich frappierend und über Funktionieren. Und Betreuung und Funktionieren widerspricht sich eigentlich für uns mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag und hat gravierende Auswirkungen auf die Kinder. Wir sehen, dass pädagogische Errungenschaften der letzten 20 Jahre eigentlich in dieser Zeit der Pandemie über Bord geworfen wurden. Kinder können nicht mehr über ihren eigenen Alltag bestimmen. Sie können die Spielorte und die Freunde nicht mehr selber wählen. Sie können noch nicht mal entscheiden, wann sie essen möchten und ob sie ihr Essen selber aufnehmen können. Dies ist alles unter Hygieneauflagen passiert, das in den Einrichtungen. Sie können, haben keine Mitsprache mehr an Planung in der Kita. Sie haben keine Möglichkeit mehr, sich vorsichtig loszulösen von Mutter oder Vater. Norbert hat das vorhin erzählt, man gibt das Kind irgendwie in der Tür ab. Sie haben keine Möglichkeiten, ihren eigenen Interessen nachzugehen. Also Projektarbeit findet nicht mehr statt. Sie können ihr Umfeld nicht mehr erkunden. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, den Übergang in die Schule vorsichtig zu gestalten und die Schule vorsichtig kennenzulernen. Also wir haben eigentlich all das, was wir die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, entwickelt haben, existiert nicht mehr. Das heißt, wir haben eigentlich funktionierende Kinder. Also die Einrichtungen funktionieren und die Kinder funktionieren. Und da frage ich mich, wollen wir funktionierende Kinder oder wollen wir zukünftig mündige Bürger und Bürgerinnen? Funktionieren die Fachkräfte? Ja, die funktionieren, die Fachkräfte. Klar, die funktionieren, aber die decken dieses Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Hygienevorschriften ab, trotz persönlicher Ängste, trotz mangelndem Gesundheitsschutz, trotz unklarer Regeln. Wir haben das Problem, dass es fast keine fachliche Begleitung gegeben hat bei der Erarbeitung neuer Konzepte, wie man zum Beispiel Familien begleiten kann, deren Kinder nicht in den Einrichtungen sind. Das war ein riesiges Problem, dass die Träger da zum Teil komplett ihr
Unterstützungssystem runtergefahren haben, dass die Fachberaterinnen richtig kämpfen mussten, um noch mit den Einrichtungen Kontakt zu haben, um mit denen Konzepte zu entwickeln, was machen wir eigentlich mit den Kindern, deren Eltern, Kinder, die in den Familien sind. Also da war es ja dringend geboten, auch mit diesen Familien und Kindern weiter in Kontakt zu bleiben. Das ist zum Teil ausgeblieben und war richtig schwierig durchzusetzen. Das hat eigentlich nur bei den richtig großen Trägern gut geklappt, wo es wirklich sehr stabile Unterstützungssysteme gibt. Also von daher wenig Unterstützung durch die Träger an dieser Stelle. Und interessant ist auch, dass es eigentlich keine Schutz- und Arbeitskonzepte gibt für die Kolleginnen mit einem erhöhten Infektionsrisiko. Auch da eiern die Träger ziemlich rum. Und bis dahin, dass Kolleginnen unter Druck gesetzt werden und gesagt wird, wenn du nicht zur Arbeit erscheinst und nicht erscheinen kannst, dann müssen wir dich halt entlassen oder aber dann kriegst du eine Krankschreibung, dann sind sie aber über Monate krankgeschrieben, dann fallen sie aus der Lohnfortzahlung raus. Also das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen auch gucken, wollen wir denn eigentlich funktionierende Fachkräfte oder wollen wir auch reflektierte Pädagoginnen und Pädagoginnen haben, die ihrer Arbeit nachgehen können. Also hier sehen wir große Probleme. Wir haben gesehen, dass es Gelingungsbedingungen gegeben hat in der Krise. Also in einigen Ländern hat es gut geklappt, Aushandlungen zu schaffen zwischen den Akteurinnen. Sprich, da gab es runde Tische mit Trägervertretungen, Vertretungen der Fachkräfte, Vertretungen der Eltern. Da war von Anfang an klar, es gibt eine finanzielle Absicherung des Kita-Betriebes. Das war ja nicht in allen Ländern klar, sondern auch da drohte Kurzarbeit. Da konnten zeitliche Abläufe geplant werden und auch die Abläufe der Institutionen berücksichtigt werden. Das ist aber bei weitem nicht in allen Ländern der Fall gewesen. Also ein positives Beispiel ist aus meiner Perspektive, was mir zugetragen wurde, Rheinland-Pfalz gewesen. Ansonsten wurde auch in den Ländern gab es nicht wirklich Aushandlungsprozesse, sondern eher Top-Down-Prozesse. Probleme bei den Trägern oder auch Gelingensbedingungen bei den Trägern würde ich jetzt mal positiv formulieren. Gute fachliche Strukturen, gute Fachberatung. Das war eine Gelingensbedingung. Denn Heiko Krause hat es eben gesagt, Kommunikation mit den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe. Wenn es das gegeben hat, transparente Kommunikation innerhalb der Trägerstrukturen, Beteiligung der Personalvertretung, Schutz der Kolleginnen mit erhöhtem Infektionsrisiko, digitale und technische Ausstattung war wichtig und auch Know-how. Das haben wir eben auch gesehen, dass eigentlich die Kitas abgehängt waren und dass es bei wenigen Trägern gut geklappt hat. Dann die Beteiligung der Leiterinnen und Fachkräfte ist eine Gelingensbedingung und Krisenstäbe. Positiv formuliert. Negativ formuliert bedeutet das eigentlich, das hat es nicht wirklich überall gegeben und da ist Nachbesserungsbedarf. Genauso auf der Ebene der Einrichtungen. Fachlich versierte, souveräne Kita-Leiterinnen sind wichtig. Ausreichend Fachpersonal. Da kommen wir auf das Thema Fachkräftemangel. Dann eine Teamkultur, in der man sich das auch erlauben kann, über Ängste und persönliche Sorgen zu sprechen, weil da muss auch Platz für sein. Man muss versuchen können, individuelle Lösungen zu finden, auch für die Fachkräfte. Gute Kommunikation mit den Eltern und auch eben hier Krisenstäbe. Das sind positive Bedingungen, die es auch nicht überall gegeben hat. Jetzt komme ich noch mal zu dem Punkt Marginalisierung in der Kindertagesbetreuung. Also auch hier noch mal der Aufruf vom Städte- und Gemeindebund, alles Notwendige dafür zu tun, dass die Kindertagesbetreuung gesichert wird. Noch mal die Erinnerung, wir reden nicht mehr von Bildung, Erziehung und Betreuung, wir reden nur noch von Betreuung. Und das ist in unseren Augen eine komplette Marginalisierung dieses Bereiches. Ich möchte jetzt auf bestimmte Punkte eingehen. Und zwar sehen wir, und das finden wir sehr bedenklich, eine Absenkung der Standards in den Ländern. Die Länder sind dabei, die Standards, der Fachkräftestandards stark abzusenken. Ich gebe jetzt nur zwei Beispiele. Eines ist Berlin. Ich zitiere, zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht, also wir reden noch nicht mal von Betreuung, sondern nur noch Aufsichtspflicht, können Eltern oder Mitglieder des erweiterten Familienkreises der Kinder derselben Kita-Gruppe zur Betreuung hinzugezogen werden. Weitere Nichtfachkräfte, die der Gruppe oder dem Träger bekannt sind, können zur Überbrückung dringender Personalengpässe eingesetzt werden. Das geht bis hin zu Ehrenamtlichen. Anderes Beispiel, Hessen. Weitere Personen, die über ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis verfügen können, eingesetzt werden. Das sind Standards aus den 70er Jahren. Das muss man mal so sehen. Wir haben hier eine komplette Zeitreise, die wir hier sehen. Das haben wir alles gehabt, bevor wir uns über Jahre mit der Qualität von Einrichtungen beschäftigt haben.
haben wir jetzt hier einen Rückfall. Und das ist natürlich kein Zufall. Wir haben vorher schon den Fachkräftemangel gehabt an dieser Stelle. Dass der jetzt frappierender wird, ist ja wohl, ist logisch. Und dass es dafür jetzt, dass die Länder Maßnahmen suchen, verstehe ich auch. Aber wir müssen eben gucken, wie gehen wir damit um. Andere Absenkungen sind die Gruppengrößen. Hier Beispiel Baden-Württemberg. Da wird schon von einer Gruppe von 28 Kindern gesprochen. Ein Kind erlebt 28 Kinder nicht als Gruppe. Ein Kind erlebt 3 bis 5 Kinder als Gruppe. Und auch die Fachkraft kann 28 Kinder nicht mehr als Gruppe sehen. Das sind keine Gruppengrößen, die pädagogisch vertretbar sind. Wir sehen folgende, ich habe das hier mal zusammengestellt. In 10 Ländern gibt es inzwischen Richtlinien für die sogenannten Ergänzungs- oder Ersatzkräfte. Hier sind es das durchmarkiert mit EK. Das sind also diese Ergänzungskräfte, wo jetzt 10 Länder praktisch Maßnahmen dazu geregelt haben. Nicht alle mit einer Befristung und nicht alle mit klaren und deutlichen Regelungen. Und Ähnliches bei den Gruppengrößen, das ist in 6 Ländern jetzt möglich. Zeitreise beenden. Ich würde jetzt auf unsere Maßnahmen kommen. Krisenmaßnahmen beschränken und zeitlich befristen ist ganz wichtig. Also all das, was jetzt kommt an Krisenmaßnahmen, muss zeitlich befristet werden. Und neu gewonnene Ersatzkräfte, wie sie schön in den Regelungen heißen, müssen zu Fachkräften ausgebildet werden. Das heißt, es ist ja schön, wenn die da arbeiten wollen, aber dann müssen wir sie auch einbeziehen. Und dann können wir uns ja eigentlich freuen, wenn wir die gewinnen können. Das heißt, wir müssen sie auch gut ausbilden. Also die Chance kann man ja nutzen, also dann müssen sie aber ausgebildet werden. Standards für Personalausstattung insgesamt, und da würde ich noch mal an die nächste Legislatur appellieren, Fachkräftegebot muss bundesweit durchgehalten werden und die Personalbemessung muss bundesweit verbessert werden. Das ist uns in dieser Pandemie komplett auf die Füße gefallen. Die Arbeits- und Gesundheitsschutzstandards müssen bundesweit wirklich realisiert werden. Dazu kann ich nachher noch mal was sagen, wenn das gewünscht ist. Tarifgebundene und vollzeitnahe Arbeitsverträge brauchen wir. Das haben wir jetzt verhandelt, das haben Sie alle mitbekommen. Wir brauchen gute Arbeitsverträge, sonst gewinnen wir auch keine neuen Fachkräfte. Das ist wichtig, die Trägerqualität muss insgesamt gesteigert werden. Das habe ich eben ausgeführt. Wir brauchen vernünftige, wirkliche Dienst- und Fachaufsicht, auch von Pädagoginnen und Pädagogen, die wissen, worum es da geht. Wir brauchen Fachberatung, wir brauchen gute Trägerstrukturen. Wir brauchen eine bundesweite Offensive für sozialpädagogische Fachkräfte und nicht das Offensivchen, was wir gesehen haben in dieser letzten Legislatur, was meines Erachtens nicht den Namen Offensive verdient. Und wir brauchen eine attraktive Ausbildung, insgesamt sozialpartnerschaftlich vergütet. Und das muss auch realisiert werden bundesweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf weitere Fragen. Vielen Dank, Frau Dr. Elsago. Und dann gucke ich schon mal in die Runde, ob es erste Fragen gibt. Frau Kollegin Wiesmann. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Bemerkungen und auch für die zugesandten Unterlagen. Es macht es dann doch irgendwie leichter, auch Ihnen einigermaßen zu folgen oder möglichst gut zu folgen. Ich habe mehrere Fragen, sowohl erstmal an Frau Dr. Elsago, entschuldigen Sie, und dann auch an Herrn Krause. Aber ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen für Ihre Ausführungen. Aber ein paar Dinge sind dann sozusagen schon subsumiert vielleicht, sonst habe ich vielleicht noch eine Chance in der zweiten Runde. Ich wüsste einmal gerne, Frau Dr. Elsago, Sie haben jetzt gerade gesagt, es hätte eine erhebliche Unterstützung für Familien gegeben oder geben sollen, deren Kinder im Lockdown nicht gekommen sind. Und das würde mich jetzt mal interessieren, das noch mal genauer zu verstehen. Also waren das also klar, Lockdown konnte man nicht. Irgendwann gab es dann die Notbetreuung, irgendwann gab es dann Systemrelevanz und dann allmählich ist man ja auch wieder hochgegangen. Aber können Sie noch mal sagen, welche Art von Unterstützung und für welche Bedürftigkeit oder welche Bedarfe in den Familien Sie das gesehen haben und vielleicht auch, was dann tatsächlich möglich war, da wo es funktioniert hat? Das würde mich einfach interessieren, weil nach meiner Einschätzung auch an vielen Stellen Familien einfach übernommen haben, natürlich auch nicht ohne Klagen und nicht ohne Belastung. Aber da bin ich jetzt auch gar nicht mehr so sicher, dass die alle wirklich Unterstützung noch extra brauchten. Aber Sie haben das ja offensichtlich beobachtet. Zweite Frage an Sie. Da würde ich, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, ich verstehe schon die grundsätzlichen Forderungen im Bereich Fachkräfte, brauchen wir mehr. Ich komme aus Hessen, da haben wir seit in den letzten, solange ich noch da war, 10 Jahre lang Fachkräfte massiv auszubauen versucht. Es ist auch ein gutes Stück gelungen, aber auch sind immer noch Wünsche offen geblieben. Wir hatten aber auch eine intensive Diskussion über den Fachkräftekatalog. Und da waren auch
auch viele und ehrlich gesagt glaube ich auch Ihre Kollegen sehr dagegen, dass man da ein bisschen öffnet, zum Beispiel für den Waldkindergarten auch einen Förster einsetzen kann. Das war so der Klassiker, aber es gab noch andere. Und wenn Sie jetzt sagen, einerseits wollen Sie, dass der Arbeitsschutz auch in Zeiten von Pandemie, die noch nicht überwunden ist, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bleibt, was ich teile und verstehe. Und auf der anderen Seite, dass wir weiterhin von Bildung, frühkindlicher Bildung reden, was ich auch möchte. Also irgendwo finde ich das, da müssen Sie jetzt noch eine gute Idee liefern, wie es gehen soll. Weil wenn man sich dann auch noch dagegen sperrt, den Fachkräftekatalog aufzumachen, natürlich dann mit Fortbildung auch entsprechend oder Weiterbildung. Ja. Das ist irgendwie die Quadratur des Kreises. Und die werden wir als Politiker nicht lösen können. Und da weigere ich mich auch, dann einen Vorwurf zu nehmen. Sie müssten dann schon sagen, wo ist jetzt die Priorität? Ich bin sehr dafür, dass wir den Fachkräftekatalog an viel, wo wir es können, wo die Kompetenzen sind, das zu entscheiden, auch weiten. Und natürlich auch dann weiterbilden. Aber dann muss man es auch akzeptieren und muss diese Grundhalte, die uns damals massiv vom Hessischen Kinderfördergesetz entgegengeschlagen ist, nicht nur von Ihnen, nach einer ganzen Verlags, die muss man dann auch aufgeben. Also da haben Sie bestimmt jetzt eine Meinung dazu. Und dann hätte ich gerne noch ein paar Fragen zu gerichtet, wenn ich darf, an Herrn Krause. Ich fand das sehr beeindruckend, was Sie geschildert haben. Das Thema stabile Kleingruppen hat mich im Lockdown sehr beschäftigt. Ich hätte das gerne gesehen, dass man sich frühzeitiger auf die stabile Kleingruppe an vielen Stellen fokussiert hätte und die nicht auch sozusagen mit all den Unsicherheiten, die Sie beschrieben haben, sozusagen gefährdet hätte. Finden Sie, dass wir heute darüber nachdenken sollten, sozusagen auf diese stabile Kleingruppenbetreuung und frühkindliche Bildung wieder stärker zu setzen? Da würde ich gerne noch mal Ihre Einschätzung hören. Und dann wüsste ich aber auch gern von Ihnen noch, Sie haben in Ihrem Vortrag und jetzt auch gesagt, es sei eine Beobachtung, dass viele Kinder noch nicht zurückgekommen seien in die Tagespflege. Das wundert mich jetzt sehr, aber ich weiß es wahrscheinlich einfach nur nicht. Können Sie das noch mal sagen, wo und unter welchen Umständen gibt es wirklich noch, vielleicht sagen die Familien auch, so schlecht war es jetzt gar nicht im Lockdown, wir machen das weiter, aber so eine positive Einschätzung hört man ja ganz selten. Also vielleicht ist es auch so, dass es andere Gründe gibt. Was spricht dagegen, jetzt bis jetzt die Kinder wieder in der Tagespflege unterzubringen? Das ist mir nämlich nicht bekannt. Okay, dann Frau Dr. Alsago und danach Herr Krause und dann hat sich Susanne Rüttrich gemeldet. Vielen Dank, Frau Wiesmann, für die beiden Fragen. Zur ersten Frage hatte eigentlich Frau Grosse-Röttig eben schon eine ganze Menge gesagt. Der hatte zum Beispiel das Hamburger Beispiel angeführt mit der Versorgung der Kinder während des Lockdowns. Was wir eben gesehen haben, ist, dass es eigentlich wichtig war, dass die Fachkräfte aus den Einrichtungen auch den Kontakt während des Lockdowns zu Eltern und zu den Kindern halten. Also zum Beispiel auch mal anrufen und fragen, wie geht es euch? Braucht ihr irgendwie Unterstützung? Können wir euch ein paar Bilderbücher vorbeibringen? Also wir müssen ja auch sehen, es sind ja nicht nur alles Familien, sage ich mal, aus dem Bildungsbürgertum, sondern das sind auch viele andere Familien, die wirklich auch Unterstützung brauchen und auch Kinder, die gesehen werden müssen eigentlich und um die wir uns auch Sorgen machen müssen. Und da haben wir eben gesehen am Anfang, eigentlich gleich zum Anfang des Lockdowns, dass da eine vollkommene Hilflosigkeit aufkam. Und wir als Verdi, also ich habe dazu gleich in den ersten drei Tagen, weil ich mir das schon gedacht habe, und ich bin ja Fachberaterin früher gewesen, gleich ein Flugblatt dazu auch geschrieben, wie kann es gelingen, den Kontakt zu den Familien zu halten. Und es ist bei uns noch kein Flugblatt, das war so ähnlich wie das, was Herr Krause eben ausgeführt hat, es ist kein Flugblatt so oft abgerufen worden wie genau dieses, weil es nämlich nichts dazu gegeben hat. Und wie geht man mit Familien um, die jetzt quasi zu Hause sind und ja auch in einer Notsituation sind? Dass jetzt nicht die Erzieherinnen in jeden Haushalt gehen können und da betreuen können, das ist klar. Aber der Kontakt zu den Familien und die Familien zu unterstützen, ist, glaube ich, richtig wichtig gewesen. Und das hat meines Erachtens in der Breite überhaupt nicht so stattgefunden, wie es hätte sein müssen. Und das hat mir die Hilflosigkeit der Träger, aber auch des Fachpersonals deutlich gemacht. Dann noch mal zu den Fachkräftekatalogen. Ich kenne jetzt die Diskussion aus Hessen nicht und bin auch erst seit 2 Jahren jetzt beim Verdi-Bundesvorstand. Ich kenne aber die Diskussion der Öffnung um Fachkräftekataloge aus Hamburg. Da habe ich das mitverfolgt. Und da gibt es ja eine Positivliste, sogenannte, wo auch eine massive Öffnung stattgefunden hat. Also ich glaube, dass diese Öffnung der Fachkräftekataloge dort Sinn macht, wo man quasi Berufsgruppen, was für Berufsgruppen öffnet, die auch einen pädagogischen Bezug haben und wo es auch ein pädagogisches Know-how gibt. Das Beispiel von dem Förster und dem Tischler.
das finde ich, sind so Ausnahmegeschichten. Die sind ja heute auch schon in einigen Ländern möglich. Also zu sagen, wir haben einen Waldkindergarten und lassen da den Förster zu. Das kann man ja sogar diskutieren mit den Landesjugendämtern. Ich würde da für generellen Öffnungen irgendwie zurückscheuen, weil ich auch das pädagogische Know-how von Förstern und Tischlern aus meiner Erfahrung als sehr niedrig einstufe. Mein Sohn hat eine Tischlehre gemacht. Also diesen Tischlermeister möchte ich nicht in der Kita sehen. Mein Sohn hat öfter weinend zu Hause gesessen, also den sehe ich jetzt nicht prädestiniert dafür. Das halte ich für problematisch, sage ich mal so. Also man muss dann kontrollierte Öffnung dieser Fachkräftekataloge hinbekommen. Vor allem löst es auch nicht das Problem des Fachkräftemangels, weil es sind jetzt auch nicht massig Tischler und Förster da, die jetzt in diesem Bereich wollen. Also das muss man ja auch nicht denken. Also ich glaube, das Problem ist wirklich, dass wir das Ausbildungssystem, dass wir da die Kapazitäten hochfahren müssen. Und ich glaube, über die Öffnung der Fachkräftekataloge ist, das ist nicht die Lösung. Also jetzt dazu. Ja, vielen Dank für die Frage. Einerseits ist es sicher richtig, dass natürlich in der kleinen Gruppe, maximal 5 gleichzeitig anwesende fremde Kinder, die Kontakte sehr viel geringer sind. Jetzt wäre es vermessen zu sagen, die Kindertagespflege wäre jetzt sozusagen der Ersatz für Kita. Denn Sie alle haben sicherlich als Politiker auch dafür gesprochen, dass auch in Kitas natürlich der Betreuungsschlüssel gesenkt werden soll und das Thema kleine Gruppen auch in Kitas ganz wichtig ist. Die Kindertagespflege hat ein spezifisches Setting und dieses Setting sollte eben auch erhalten bleiben. Wir sehen es als Bundesverband zum Beispiel durchaus kritisch, dass es in Hamburg ein Modell gibt, wo 4 Tagespflegepersonen insgesamt 20 Kinder betreuen. Das ist für uns eine Form, wo wir sagen, das ist eigentlich nicht mehr Kindertagespflege. Da ist diese kleine Struktur verändert, aufgehoben worden. Und wir setzen uns sehr dafür ein, dass diese familienähnliche kleine Struktur erhalten bleibt. Insofern bietet sie Möglichkeiten. Kinder brauchen aber auch unterschiedliche Dinge. Sie brauchen ja auch mal eine große Gruppe. Also zu sagen, Kindertagespflege ersetzt Kita oder sowas, das ist illusorisch und das würden wir auch nicht fordern. Warum gibt es immer noch Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kindertagespflege bringen? Als ich hierher gefahren bin, kamen gerade die neuen Zahlen zum Thema Kurzarbeit. Ich glaube, 3,3 Millionen Menschen sind noch in Kurzarbeit. Das ist noch immer eine hohe Zahl. Insofern gibt es viele, die ihre Kinder noch zu Hause betreuen. Zum Beispiel, weil sie auch die Elternbeiträge sparen wollen, die ja nicht unerheblich hoch sind oftmals. Das heißt, wir haben nach wie vor nicht wenige Eltern, die ihre Kinder eben gegenwärtig noch selbst betreuen. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Lockdowns auch Eingewöhnungen nicht stattfinden konnten. Also erst jetzt Eingewöhnungen möglich sind zum Teil. Da haben wir auch Verschiebungen durchaus gehabt. Es normalisiert sich langsam wieder. Ich hatte aber darauf hingewiesen, dass es auch nach wie vor Kindertagespflegepersonen gibt, die sagen, ich kann noch nicht betreuen. Ich habe eine Vorerkrankung, ich habe meinen alten Vater in meinem Privathaus. Ich traue mir das momentan noch nicht zu, ich habe Angst. Das gibt es auch. Insofern ist das sicherlich eine Situation, die nach wie vor nicht den Normalzustand in der Kindertagespflege darstellt. Und wir hoffen, dass das auch nicht dazu kommt, dass wir wieder in eine solche Situation geraten. Mal sehen, was heute in den Nachrichten später kommt. Dann Susanne Rüttrich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre eindrücklichen Schilderungen. Ich glaube, es ist ja unstrittig, dass die gesamte Gesellschaft massive Einschnitte erlebt hat und demzufolge auch die Kinder und die Orte, an denen Kinder ihr Leben in dem wesentlichen Teil verbringen, nämlich in den Kitas, in den Tagespflegeeinrichtungen. Für mich oder für uns stellt sich ja die Frage, was wir daraus lernen und welche Einschnitte gegebenenfalls für künftige vergleichbare Situationen vermieden werden können, welche Sachen besser gemacht werden können und was wir daraus lernen, was wo wie funktioniert hat und was da auch als Empfehlungen vielleicht für künftiges Handeln daraus entstehen kann. Sie, Frau Dr. Alsago, hatten schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es ja durchaus Gelingensfaktoren gibt und dass es auch
in dem Föderalismus, der häufig sehr umstritten ist und ja, Flickenteppich haben Sie es genannt, Herr Krause. Es kann ja aber auch fürs Lernen hilfreich sein, nämlich um zu gucken, wo haben denn Dinge gut funktioniert und wo kann man sich ein Beispiel nehmen. Vielleicht können Sie da noch mal gucken, an welchen Stellen das der Fall ist. Und da interessiert mich vor allem, ob das dann auf individuelles Handeln oder weil da besonders nette Menschen, die blickig waren, unterwegs waren, oder ob es eher strukturelle Bedingungen sind. Wir hatten das in der letzten Sitzung so, beispielsweise bei den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern an den Schulen. Wenn die im Schulgesetz sind, was beispielsweise in Sachsen der Fall ist, dann konnten sie auch weiterarbeiten, was nicht, sonst nicht abgesichert ist. Also gibt es Beispiele, wo strukturell, gesetzlich oder wo auch immer sozusagen verankert ist, dass das ein Faktor ist, der hilft, solche Situationen besser zu bewerkstelligen. Und Sie hatten jetzt in Ihrer Antwort auf Frau Wiesmann gesagt, die Frage des Kontaktshaltens, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Bei Schulen haben wir es ja häufig diskutiert, als die Lehrerinnen haben sozusagen digitale Formate gemacht. Das ist natürlich vor allem bei kleinen und jüngeren Kindern schwierig bis nicht möglich. Und da ist mir natürlich als Kinderpolitikerin auch wichtig, was ist mit den Kindern, bei denen es eben aus Schutzgründen wichtig ist, dass da noch eine andere Person gegebenenfalls mit ein Auge drauf hat. Können Sie da noch mal einen Einblick geben, was da oder wie es organisiert werden kann und ob es überhaupt möglich ist und gelingen kann, wie man auch die handelnden Akteure unterstützen kann, dabei den Schutz zu behalten, um die Kinder nicht aus den oder den Kontakt zu halten zu den Familien, um die Kinder sozusagen da weiter mit Schutz und Versorgung sozusagen auch abzusichern, wo es vielleicht in der Familie selbst nicht möglich ist. Ich frage mal gleich, weil die erste Frage an alle ging. Herr Huber, ist das bei Ihnen so ähnlich? Dann würde ich sagen, Herr Huber noch und dann machen wir einfach eine Runde. Das sammelt sich so auf gerade. Okay, vielen Dank, Herr Müller. Ich hätte auch eine generelle Frage. Und zwar verfestigt sich bei mir, und das ist ja heute nicht die erste Anhörung, immer mehr der Eindruck, als würden wir reine Symptombekämpfung machen. Ihre Vorträge habe ich interessiert zugehört und die Analyse war ja überwiegend negativ, dass dieser Lockdown letztendlich zu vielen Nachteilen geführt hat. Jetzt stehen wir kurz vor einem zweiten Lockdown und ich möchte Sie einfach grundsätzlich auch die Frage stellen, ob Sie bei allen Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche unmittelbar betreffen, ob Sie dafür sind, einen zweiten Lockdown auch bei diesen Angelegenheiten für Kinder und Jugendlichen zu befürworten und dann letztendlich auch durchzuführen. Oder sind Sie doch der Auffassung, und wir haben mit der CDU, SPD zwei Fraktionen, die in der Bundesregierung sind, aber auch mit der FDP, Linke und Grüne drei Fraktionen, die in Landesregierungen unmittelbar verantwortlich sind. Übrigens alle fünf Fraktionen haben die epidemische Lage zugestimmt. Deswegen die Frage, ob Sie grundsätzlich der Meinung sind, wenn der Lockdown doch kommt, der zweite, was Sie in der Symptombekämpfung zumindest den regierungsverantwortlichen Fraktionen raten bei diesen Angelegenheiten für Kinder. Also was ist die Priorität Nummer eins, was Kinder und Jugendlichen betrifft, aus Ihrer Erfahrung heraus? Danke. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach eine Runde. Wer will beginnen? Herr Krause zuckt. Erst zuckt, muss beginnen, okay. Ich fange mit Herrn Huber vielleicht mal an. Ich glaube, das, was als letztes geschlossen werden sollte, sind Kitas, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Und ich habe auch den Eindruck, dass das sowohl die Regierungsfraktionen als auch die Oppositionsfraktionen auch so sehen. Ich habe jedenfalls nichts anderes entnehmen können. Niemand wünscht sich einen zweiten Lockdown. Das ist, denke ich, völlig klar. Und die Auswirkungen des ersten Lockdowns haben wir, glaube ich, alle auch beschrieben. Und das ist auch nicht vorbei, wenn die Situation sich entspannt, sondern da gibt es Folgewirkungen, die wir alle bedenken müssen und die wir auch aufarbeiten müssen. Ich glaube, das, was man daraus lernen kann, ist das, was auch Frau Rüttrich angemahnt und gefragt hat. Wir haben ja nun die Erfahrung aus dem Frühjahr, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Aus unserer Sicht hat gut funktioniert, wenn es einheitliche, klare, transparente Regelungen gegeben hat. Die wird es in unserem föderalen System auf Bundesebene nicht so geben können, denke ich.
sondern die wird es auf Landesebene geben können oder gegebenenfalls auch auf Kreisebene. Sie müssen aber möglichst aus unserer Sicht einheitlich sein, nachvollziehbar, transparent und auch rechtzeitig kommen, damit eben, was ich eingangs gesagt habe, Kinder nicht von einem auf den anderen Tag aus ihrer gewohnten Betreuungsumgebung herausgerissen werden und Eltern nicht vor Situationen stehen, wo am nächsten Tag drei Kinder irgendwie betreut werden müssen und man auch gleichzeitig gucken muss, wie mache ich das mit meinem Arbeitgeber. Ganz wichtig ist Kommunikation. Da können wir inzwischen, glaube ich, wirklich etwas lernen. In der ersten Lockdown-Situation gab es, solche Erfahrungen haben wir auch gemacht, da gab es Jugendämter, da lief ein, zwei Wochen lang der Anrufbeantworter. Inzwischen sollten Jugendämter besser vorbereitet sein auf die Situation, auch in der Kommunikation zwischen Gesundheitsämtern und Jugendämtern. Es ist ja nicht immer nur die Schuld der Jugendämter, wenn sie keine Informationen bekommen, aber sie müssen dann Schnittstellen haben. Wir müssen Stäbe haben, wir müssen Strukturen aufbauen, wo Informationen schnell vom einen zum anderen gehen. Und da sind Tagespflegepersonen und Eltern natürlich diejenigen, die möglichst schnell informiert werden müssen, weil sie draußen im Feld sozusagen sind und mit der Situation irgendwie klarkommen müssen. Dabei sollte die Kindertagespflege immer mitgedacht werden. Wir hatten in der ersten Lockdown-Phase oftmals dann Verordnungen, wo nur über Kindertageseinrichtungen gesprochen wurde. Da ist Kindertagespflege in einigen Ländern einfach vergessen worden. Das wurde dann nachgearbeitet. Da sind wir inzwischen, glaube ich, schlauer und sollten die Kindertagespflege mitdenken. Kindertagespflegepersonen brauchen Unterstützung im Halten von Kontakten zu Eltern und Kindern, wenn es wieder zu solchen Situationen kommt. Da muss man allerdings darauf hinweisen, die Systematik der Kindertagespflege ist so, dass die betreuten Stunden bezahlt werden. Das heißt, wenn das gewollt ist und das ist sinnvoll, dass eben die Kontakte gehalten werden, dann würde das nach dem gegenwärtigen Stand die Kindertagespflegepersonen freiwillig und unentgeltlich tun. Und das sollte natürlich auch auf Dauer nicht so sein. Da sollte man sich dann auch etwas überlegen, wie man eine entsprechende Entlohnung dazu macht. Und einer der entscheidenden Faktoren, da weisen wir als Bundesverband immer wieder darauf hin, ist die Rolle der Fachberatung. Wir haben viel zu wenig FachberaterInnen in den Jugendämtern oder bei den freien Trägern. Wir haben mal eine Befragung gemacht. Es gibt Jugendamtsbezirke, da sind 150 Kindertagespflegepersonen mit 4 oder 5 Kindern bei einer Fachberaterin. Das ist zu wenig. Die kann natürlich noch nicht einmal die Hausbesuche einmal im Jahr machen. Das heißt, wir brauchen einen Impuls auch für Verbesserung der Fachberatung. Es gab im Rahmen des ersten Lockdowns eine Diskussion, ob der Bund nicht die Gesundheitsämter stärken sollte. Dafür gibt es offensichtlich eine Rechtsgrundlage, dass der Bund auch etwas tun kann für die Gesundheitsämter, die ja auch kreisliche Einrichtungen sind. Wenn er das für die Gesundheitsämter tun kann, dann könnte er das doch auch für die Jugendämter tun und auch hier eine Stärkung der Fachberatung einleiten, die eine ganz wichtige Funktion haben zwischen Eltern, Kindertagespflegepersonen, Kitas, Einrichtungen, freien Trägern etc. Vielen Dank. Würde ich anschließen? Okay. Auch erst zu Ihrer Frage. Meines Erachtens geht es ja gar nicht um Lockdown oder nicht Lockdown, sondern es geht ja um viele Stufen dazwischen. Also es geht ja darum, auch die Kindertageseinrichtungen auf das pandemische Geschehen in der Region abzustimmen und zu gucken, was geht jetzt eigentlich. Da haben wir ja ein paar Erfahrungen im Frühjahr auch gesammelt mit den Stufenplänen in einigen Bundesländern, also in Thüringen und in Bremen gibt es auch einen abgestimmten Plan, also wo dann praktisch das Inzidenzgeschehen auch in Bezug gesetzt wird zu Maßnahmen in den Einrichtungen. Das gibt es leider nicht in allen Ländern. Wichtig ist ja, dass man wirklich guckt, wie ist das Pandemiegeschehen und was heißt das für die Einrichtungen. Weil ein totaler Lockdown oder ein kompletter Notbetrieb wäre natürlich eine Katastrophe. Also gerade in Bezug auf die Familien, wo man auch möchte, dass die Kinder auch die Einrichtungen besuchen und dass die Kinder auch immer gesehen werden. Also von daher, das ist wichtig, dass die Länder wirklich gute Pläne entwickeln, wie kann das passieren und vor Ort das auch abstimmen in den Kreisen, dass es da eine Auseinandersetzung gibt zwischen den Akteuren. Und jetzt würde ich auf die Strukturen mal eingehen.
Wir haben das ja auch gesehen in dem Prozess um das sogenannte Gute-Kita-Gesetz. Also ich finde, das ist ein tolles Beispiel dafür, wie Partizipation oder Nicht-Partizipation funktioniert. Es ist ja vollkommen willkürlich, wer da eigentlich beteiligt wird und wer nicht beteiligt wird. Also wir haben früher mal Landesjugendhilfeausschüsse gehabt in den Bundesländern. Das haben wir aber nicht mehr überall. Das heißt, wir haben nicht mehr überall verbindliche Strukturen für Beteiligung. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, weil es ist vollkommen willkürlich, wer wie wo mitreden darf. Und mal wird es zugelassen, dann wird gesagt, ach, dann dürfen die Trägervertreter mal mitreden, dann dürfen vielleicht auch die Vertreter der Kindertagespflege mitreden, dann dürfen vielleicht auch mal die Eltern mitreden oder vielleicht mal die Gewerkschaften. Aber es ist eigentlich willkürlich und die gesetzlichen Grundlagen dafür, also wirklich auch beteiligt werden zu müssen, liegen in den meisten Ländern nicht vor. Und ich finde, da besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf. Das haben wir jetzt beim Gute-Kita-Gesetz, was ich eigentlich gar nicht so nennen möchte, aber da haben wir das gesehen. Und wir sehen es jetzt in der Pandemie auch wieder, dass eine verbindliche Beteiligung der Akteure nicht stattfindet. Das zu den Strukturen und zu dem Kontakthalten hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich finde es wichtig, dass wirklich, dass, wenn es zu einem Runterfahren der Kindertageseinrichtung kommt, es gelingt, dass zu den Familien Kontakt gehalten wird. Und wenn ich da Familien habe, wo ich weiß, dass, da können sich Notsituationen herauskristallisieren, dann ist es wichtig, dass die Fachkräfte dahin gehen und am Fenster stehen und gucken und mal winken und klingeln und wirklich direkten Kontakt aufnehmen. Das haben auch viele gemacht. Also ich habe solche Beispiele auch von solchen Beispielen auch gehört. Das muss auch getan werden. Und am Anfang war es eben schwierig, auch weil ja einige Träger plötzlich Kurzarbeit angemeldet haben. Lebenshilfe hat Kurzarbeit angemeldet. Ist natürlich klar, dass eine Kollegin in Kurzarbeit nicht zu den Eltern geht und an der Tür klingelt und fragt, wie geht's ihrem Kind. Also deshalb ist die Ausfinanzierung der Einrichtungen jetzt auch während eines Notbetriebes auch elementar wichtig. Ich glaube, das waren die drei Fragen, ne? Ich würde zunächst erst mal direkt daran anschließen wollen, dass wir breit erlebt haben, dass Kommunen darauf gedrungen haben, dass Träger ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das haben wir also wirklich deutschlandweit breit erlebt, einfach um die Lagen der Kommunen auszugleichen und dort Gelder einzusparen, wurde das sofort forciert. Wir haben auch eine ganze Reihe von Beispielen, wo die Erzieherinnen und Erzieher in den Sozialraum hineingewirkt haben, wirklich dann unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen die Familien besucht haben. Manche Dinge wie dieses Mittagessen oder so ganz kleine Sachen wie, dass in den Einrichtungen Angebote gemacht wurden, holt euch irgendwas ab zum Spielen, sieht ganz klein aus, führt aber dazu, dass man das Kind zu Gesicht bekommt. Das Kind kommt mit seinen Eltern in die Einrichtung, man kann es erleben oder an den Zaun der Einrichtung, man kann es erleben, man kann die Familiensituation zwar kurz, aber dennoch in der Wirklichkeit erleben. Das war ganz wichtig. Das geht nicht, wenn die Mitarbeiterin in Kurzarbeit ist. Ganz klar. Das war ein ganz großes Problem. Wir haben zum Teil Einrichtungen erlebt, da konnten die Eltern das Mittagessen mitbestellen. Das haben auch Mittelverdienerfamilien, das haben jetzt gar nicht mal nur die Bildungs- und Teilhabeleute gemacht, das haben auch Familien gemacht, die gesagt haben, ich muss den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, ich bestelle mir jetzt einfach das Mittagessen in der Einrichtung mit, nehme das für uns auch mit, das ist ein ordentliches Mittagessen. Auch da war wieder ein Erleben, was nimmt das Kind eigentlich jeden Tag zu sich? Und man bekommt die Familiensituation, die Überforderung oder eben auch nicht, einfach nochmal täglich mit. Dazu nötig ist natürlich eine Stärkung der Trägerstruktur. Das ist ganz klar, das unterstützen wir völlig. Nur starke Träger können ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so aufstellen, dass die in den Sozialraum hineinwirken können, dass die in die Familien hineinwirken können, dass die das auch aushalten können im Zweifelsfall. Ob wir einen weiteren Lockdown befürworten? Wir gehen ganz fest davon aus, dass Politik sehr sorgfältig mit dem scharfen Schwert der Einrichtungsschließung umgeht. Wir sehen in manchen Bundesländern diese Ampelsysteme, wo auf das Pandemiegeschehen vor Ort eingegangen wird und wo dann in den Einrichtungen genau geschaut wird, was ist möglich und was ist nicht. Aber nach den drastischen Folgen des kompletten Lockdowns im März gehen wir fest davon aus, dass Politik da mit großer Sorgfalt umgeht. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt auf der Liste Charlotte Schneidewind-Hartnagel. Ich habe selber ein paar Fragen und Frau Wiesmann in einer zweiten Runde. Ich gucke mal, ob ich irgendwen bitte. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie alle.
mit Ihren Informationen, die wir zum Teil natürlich schon, also durch viele Videokonferenzen mit Familienverbänden, Familien in der Krise, mit Erzieherinnen, also schon auch in der ersten Phase hatten und die natürlich genau das berichtet haben und die viele von den Problematiken, die Sie jetzt angesprochen haben, auch so an uns als Politikerinnen herangetragen haben, in den einzelnen Wahlkreisen zumindest. Und also was mir besonders haften geblieben ist, dass bei allen immer gesagt wurde, ein Riesenproblem ist die Kommunikation. Wenn wir eine gute Kommunikation hätten, wenn wir wüssten, was kommt, und das gilt für alle, also für die Eltern und für die Erzieherinnen und die Jugendämter und alle Beteiligten, die immer gesagt haben, wir würden ja alles tun, wenn wir denn die haben freitagsabends darauf gewartet, dass es noch von der Landesregierung einen Hinweis gibt, wie denn Montagmorgen ihre Realität aussehen sollte, die dann bei mir angerufen haben und gesagt, wissen Sie nicht, was kommt? Und ich dann sagen musste, ich warte auch. Also wenn ich irgendwas sehe, leite ich das sofort weiter. Das sind natürlich Fehler, die sich nicht wiederholen dürfen. Und ich glaube, das, was Sie auch einheitlich gesagt haben, dass man schauen muss, dass man wie so eine Art Krisenstäbe oder schnelles Team zusammenrufen kann, wo eben alle Beteiligten dann an einem Tisch sitzen, entweder kommunal oder auf der Landkreisebene, je nachdem, welche Größenordnung wir haben, dass das was ganz wichtig ist, um wenn sich Dinge wiederholen, da auch schon Pläne vorliegen oder dass Sie geschildert haben, dass es dazu Handreichungen gibt, die dann sofort ausgegeben werden können und wirklich jede und jeder weiß, was jetzt in nächster Zeit zu tun ist und was der Mechanismus ist, der jetzt ausgelöst wird. Ich habe aber noch mal eine ganz andere Frage, also an Sie alle drei. Wir sind die Kinderkommission, also wir beschäftigen uns in Belange mit und für Kinder. Und angesichts der aktuellen Lage und eventuell Dingen, die uns noch bevorstehen, würde ich gerne von Ihnen dreien wissen, wie können wir den Kinderrechten gerecht werden und wie können wir es schaffen, tatsächlich die Hauptbetroffenen, nämlich die Kinder, zu hören, sich artikulieren zu lassen und wie können wir dafür sorgen, dass sie eine Stimme bekommen. Danke. Ich würde dort sagen, gleich ergänzen und ansetzen und dann, ich schaue mal, Frau Wiesmann, sind das nochmal umfangreiche Fragen? Dann machen wir einfach jetzt sozusagen einen Block, lassen nochmal antworten, vielleicht ergibt sich da noch was, dann schauen wir noch ein bisschen Zeit. Ja, auch von mir vielen Dank für sozusagen die einleitende Präsentation, auch dass die vorher da waren. Das ist ja schon sehr ergiebig gewesen. Ich will nur eine Sache hinzufügen zu der Frage Systemrelevanz. Auch die Legislative war im März, April bis in den Mai hinein nicht systemrelevant. Und erst der Bundestagspräsident hat die Ministerpräsidenten darauf hingewiesen, dass die Legislative übrigens nicht nice to have ist, sondern ihre Arbeitsfähigkeit gewährleisten muss. Und erst danach hat es in einigen Ländern eine Einstufung von Abgeordneten als systemrelevante sozusagen Berufe oder wie auch immer gegeben. Oder in Bayern zum Beispiel, wo der Ministerpräsident die Landkreise aufgefordert hat, sozusagen wenigstens darauf hinzuwirken, dass für die Zeit der Sitzungswochen im Bundestag eine Betreuung gewährleistet wird. Also das ist ja noch nicht mal sozusagen die Vorbetreuung, sondern so eine Art Babysitting für die Sitzungswochen in der Herkunftseinrichtung. Also wir kennen das ganz gut. Auch wenn wir natürlich jetzt nicht von Kurzarbeit und von Verarmung betroffen sind, aber das hatten Homeoffice und Abgeordnetendasein kennen viele von uns aus ganz live. Ich hätte noch eine direkte Frage an Herrn Krause und danach Frau Wiesmann. Mich würde interessieren, weil ja Tagespflegepersonen, wir haben die Debatte öfter gehabt, sind zwar selbstständig, ich halte das zunehmend für eine gewisse Scheinselbstständigkeit. Und jetzt merkt man das ja sozusagen ganz deutlich. Was hat das eigentlich für die finanzielle Absicherung bedeutet? Also wenn man sozusagen weiß, Freitag, Montag bleibt die Pflegestelle zu, das heißt kein Kind kommt, wird an Tagessätzen bezahlt. Was heißt das eigentlich für einen selbst? Weil ja Versicherung, Krankenversicherung, möglicherweise Mieten etc. weiterlaufen. Wie ist das abgesichert? Und was ist Ihre Einschätzung, ob das heißt, dass von den 45.000 Tagespflegepersonen, die Zahlen schwanken ja eh mal ein bisschen, da welche dauerhaft jetzt rausgedrängt sind, weil sie das einfach wirtschaftlich gar nicht durchgehalten haben oder hinreichend abgesichert waren und jederzeit das wieder aufnehmen können oder aus anderen Gründen dann sozusagen das Berufsfeld verlassen? Das würde mich noch interessieren. Ja, ich kann vielleicht noch anschließen. Einmal ein ergänzendes Statement vielleicht auch noch mal, damit Sie es auch von allen gehört haben, auch die jetzt sich zugestaltet haben oder das morgen dann abrufen werden. Es ist tatsächlich so, dass wir nicht in derselben Situation sind wie vor dem ersten Lockdown, sondern wir haben ja Erfahrung gesammelt und es ist uns auch noch mal ganz besonders bewusst geworden, auch zwar in der Breite, und das gilt jetzt auch für meine Fraktion, nicht nur für die vielleicht besonders spürnasenbewährten Kinderpolitiker an der Stelle, wie wichtig es ist, dass wir das soziale Umfeld und die Bildungschancen, um mal diese zwei Aspekte aus Sicht der Kinder zu nehmen,
auf gar keinen Fall sozusagen aus dem Auge verlieren hier, sondern dass die jeden Einsatz rechtfertigen, möglichst alles andere, wenn es denn notwendig wäre, vorher heranzuziehen, um die epidemiologische Lage zu beherrschen, sodass ein vergleichbarer Lockdown, der auch die Einrichtung zur Kinderbetreuung und frühkindlichen Bildung erfassen würde und die Schulen in keinster Weise jetzt sozusagen leichtfertig herangezogen wird. Ich will aber auch mich nicht dazu versteigen, auszuschließen, dass irgendwie wir vielleicht noch in neue Situationen kommen, die wir nicht absehen. Aber es wird alles dafür unternommen, dass das jetzt nicht passiert. Aber jetzt habe ich meine Frage noch, und die richtet sich jetzt an Frau Große-Rötig nochmal und Frau Dr. Alsago etwas mehr. Ich bin sehr auf Ihrer Seite und überzeugt davon, dass diese aufsuchenden sozusagen Maßnahmen tatsächlich sehr wichtig waren und auch besser noch umfangreicher umgesetzt worden wären in dem harten Lockdown, wie wir ihn hatten. Um sich auf eventuelle, sagen wir mal, nicht so harte, aber doch vielleicht noch mal Notwendigkeiten für die Zukunft, überhaupt die weitere Zukunft einstellen zu können, haben Sie ja auch gesagt, man sollte dann besser kommunizieren und sich einrichten. Das verstehe ich auch. Könnten Sie mir abschließend noch mal dazu eine Einschätzung geben, wie hoch ganz grob der Anteil der Familien ist, wo Sie sagen, da wäre es wirklich, also nicht nur wirklich, da wäre es notwendig gewesen, nicht nur schön vorbeizuschauen und zu sagen, okay, ich habe mich überzeugt, hier ist alles im Lot. Sie werden ja, also mir ist auch völlig klar, dass Kindertageseinrichtungen Ihre Familien auch gut kennen. Da werden Sie bei manchen das auch gar nicht versucht haben, irgendwo vorbeizuschauen, weil Sie wahrscheinlich sehr klar gewusst haben, dass es da nicht unbedingt notwendig ist. Aber der Anteil, wo man es auf jeden Fall gerne gemacht hätte, wenn man gekonnt hätte, wie hoch schätzen Sie den? Und mir reicht wirklich eine grobe Zahl. Und ich will, das ist mir auch sehr klar, dass das nur ein Erinnerungswert sein kann. Das würde mich interessieren. Denn würde man Strukturen etablieren wollen, für so eine Notsituation gerüstet zu sein, dann müsste man ja auch irgendwie ein Mengengerüst sozusagen haben. Okay, ich würde jetzt sagen, bei den Fragen, wir machen das genau andersrum. Und Frau Große-Rötig beginnt, wenn das in Ordnung ist. Zunächst zu der Frage, wie Kinder eine Stimme bekommen können. Wir brauchen tatsächlich auf allen politischen Ebenen, von der Kommune über den Kreis, strukturierte und strukturelle Beteiligungsformen von Eltern, die aus den Familien, aus dem täglichen Erleben und aus den Erfahrungen mit den Einrichtungen, mit den Kindern mitreden können, darüber, was jetzt passiert, was jetzt aktuell vor Ort notwendig ist. Ohne strukturelle Beteiligungsformen werden wir da nicht weiterkommen. Wir haben gesehen, dass das auch auf Bundesebene eine große Schwierigkeit war, dass das Bundesfamilienministerium zunächst nicht im Corona-Kabinett vertreten war und dass auch Familien erst sehr spät in den Blick gekommen sind im Rahmen dieses ganzen Lockdowns und dieses ganzen Pandemiegeschehens. Das hat eine Weile gedauert und das hat auch zu großer Unzufriedenheit bei den Familien geführt, dass wirklich erst mal ausschließlich nach der Wirtschaft geschaut wurde und dann erst klar wurde, was das eigentlich mit den Menschen anrichtet. Zu Ihnen, wie hoch der Anteil ist, wir haben natürlich keine evidenzbasierten Daten. Vom Gefühl her würde ich sagen, also ne, bei uns landen 100% der Familien an, die unbedingt und ganz große Not haben. Also das möchte ich auch noch mal sagen, dass das für unsere Ehrenamtler auf allen Ebenen ein ganz großes Problem war, weil wir keine supervisorischen Möglichkeiten haben, dass bei diesen Elternvertretern Not ankam, die kaum zu bewältigen in der Lage waren. Da sind Notsituationen, wirtschaftliche Notsituationen, soziale Notsituationen geschildert worden. Die konnten die kaum bewältigen. Das war ein ganz großes Problem. Ich würde jetzt etwa auf ein Drittel schätzen der Familien, die schon mal auch in den Blick genommen hätten werden können. Und da meine ich aber nicht nur wirtschaftlich schwache Familien, sondern auch Familien, in denen beide im Homeoffice waren und die dadurch Überforderung erfahren haben. Also auch Familien, wir haben das immer so gesagt, die Familien, die nicht können, weil sie bildungsfern sind, weil sie schwierige soziale Strukturen haben, weil sie Migrationshintergrund haben, die können nicht unterstützen. Und die Familien, die könnten, haben die Ressourcen, die zeitlichen Ressourcen nicht, für ihre Kinder da zu sein, weil sie im Homeoffice, weil sie systemrelevant arbeiten und so weiter. Aber ich würde es mal ungefähr auf ein Drittel der Familien schätzen, die durchaus die eine oder andere Unterstützungsform gebraucht hätten. Dann schließe ich mich mal an. Auch erst mal zu der Form der Beteiligung von Kindern.
Also ich sehe das ähnlich wie Frau Grosse-Röttig. Also wir müssen erst mal gucken, dass wir die Eltern gut beteiligen. Also und darüber sozusagen dann auch die Kinder erreichen. Und wir haben tatsächlich ja Bundesländer, die haben noch nicht mal eine Elternvertretung. Also Bayern gibt es zum Beispiel keine verfasste Elternvertretung. Das ist erstaunlich in der heutigen Zeit, aber es ist so. Da fragt man sich auch, macht man das nicht vielleicht bewusst? Weil man die möchte man gar nicht erst mitsprechen lassen. Also das wäre wichtig, dass wir quasi auf allen Ebenen eine strukturell festgelegte Elternbeteiligung haben. Also angefangen in der Kommune, über den Kreis, über das Land und im Bund. Und auch im Bund haben wir ja das Problem, dass quasi ein Apparat für die Elternvertretung nicht wirklich vorgehalten werden kann. Also die müssen irgendwie alles selber machen, machen alles ehrenamtlich und werden nicht von irgendeinem Büro oder so unterstützt, sondern müssen das irgendwie alles selber wuppen. Das ist ja fatal. Also da brauchen wir wirklich, wir brauchen eine strukturierte Elternmitwirkung. Das ist ganz wichtig. Dann können wir auch eher eine Perspektive auf die Kinder lenken. Die Kinder zu erreichen, sag ich mal, in so einer Krisensituation ist natürlich schwierig. Es hat tatsächlich einige Befragungen gegeben von Kindern, auch im Notbetrieb. Meine Aussagen vorhin bezogen sich da so ein bisschen drauf. Das hat die Fachhochschule Stendal gemacht. Die haben so eine Befragung von Kindern gemacht. Da könnte ich auch noch mal den Link mitschicken. Wurde mir gestern vorgestellt und die Ergebnisse deckten sich mit meiner Folie. Das war eher Zufall, deshalb steht hier dieser Literatur nicht drauf. Aber das ist eine ähnliche Wahrnehmung gewesen. Solche Möglichkeiten der qualitativen Befragung von Kindern bieten sich natürlich an. Und ich finde, die sollte die Politik auch nutzen. Also zu gucken, wie geht es denn den Kindern auch in den Einrichtungen, weil über qualitative Befragung von Kindern kann man gut was darstellen. Jetzt noch mal zu dem Thema Systemrelevanz. Es war auch erstaunlich, Erzieherinnen waren auch nicht systemrelevant. Also die sollten zum einen den Notbetrieb aufrechterhalten, waren aber selber nicht systemrelevant. Das war auch sehr merkwürdig. Und jetzt noch mal... Jetzt war das mal was aufsuchende, was ja, für die Dinge, die aufsuchende Arbeit sozusagen in dem Moment, wo der Lockdown es die andere verunmöglicht hat, kann man eine Annäherung geben, wie viel das gebraucht hätten. Da kann ich Ihnen sagen, ich war Kita-Leiterin in 4 verschiedenen Kitas in meiner beruflichen Laufbahn. Und ich würde das sehr unterschiedlich einschätzen, je nach Sozialraum. Also von daher ist, glaube ich, so eine pauschale Antwort auf diese Frage sehr schwierig. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, kennen Sie Mümmelmannsberg in Hamburg? Das ist so eine Trabantenstadt. Da würde ich sagen, 80% der Familien hätten das gebraucht. Dann gibt es andere Bezirke, wo ich denken würde, da würde sich das bei 30% einpendeln. Aber ich würde schon sagen, dass 1/3 der Familien eine direkte Anbindung an die Einrichtung in so einer Phase bräuchten. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich fange mal mit Frau Abgeordnete Schneidewind-Hartnagel an und würde Sie da heftig unterstützen in der Bedeutung der Kommunikation. Was ist denn in der Praxis passiert? Eltern oder Kindertagespflegepersonen haben sich zum Beispiel per WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen. Das ist ja nichts Neues. Da gibt es natürlich datenschutzrechtliche Bedenken, das ist völlig klar. Aber die Zeit sollte genutzt werden, um solche Kommunikationsinstrumente dann eben auch datenschutzrechtlich konform zu entwickeln, um in der Krise, in der Situation mit Eltern, mit Kindertagespflegepersonen schnell Kontakt aufnehmen zu können. Jetzt wäre die Zeit, so etwas zu entwickeln. Es kann ja immer mal wieder auch andere Situationen kommen. In einer Kita, in einer Tagespflegestelle gibt es plötzlich Läuse oder eine andere Krankheit bricht aus. Das muss ja gar nichts mit Corona zu tun haben. Schnelle Kommunikationswege, die Menschen sowieso wählen, nur sie brauchten eigentlich ein Angebot, das ihnen gemacht wird, was eben auch datenschutzrechtlich vernünftig abgesichert ist. Ich fände es gut, wenn die Kinderkommission ihre Stimme stärker erheben würde. Freue mich ja, dass dieses Thema heute hier so eine Rolle spielt. Und es wäre schön, wenn das gerade im Konsens der Fraktionen vielleicht auch einmal deutlich gesagt würde, welche Bedeutung das eben hat. Wir hören eine ganze Menge über andere wichtige, systemrelevante Bereiche, die alle ihre Berechtigung haben. Aber die Bedeutung der Kinder, der Eltern, der Situation könnte durchaus noch stärker in den Fokus gerückt werden. Weil das wird Langzeitfolgen haben, wenn das nicht passiert, wenn es zu einem zweiten Lockdown kommt. Da hatten wir, glaube ich, alle darauf hingewiesen. Alle Bundesländer haben in ihren Bildungsplänen umfangreiche
Ziele festgelegt. Alle Bundesländer haben das. Bildung, Erziehung, Betreuung, da spielt auch Partizipation von Kindern immer stärker eine Rolle. Das darf jetzt nicht wieder hinten runterfallen. Das haben wir mühsam erkämpft. Das haben Sie mühsam erkämpft in den verschiedenen Fraktionen, in den verschiedenen Regierungen. Das ist etwas, was wir erhalten sollten, was auch langfristig für Kinder ein Erfahrungswert ist. Habe ich eine Möglichkeit gehabt, hier etwas mitzubestimmen, mitzureden? Ist mir etwas erklärt worden? Oder ist von einem auf den anderen Tag, bin ich fremdbestimmt worden und bin aus meiner Einrichtung, aus meiner Tagespflegestelle rausgerissen worden, habe keinen Kontakt mehr zu meiner Erzieherin, zu meiner Tagesmutter? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das auch ernst zu nehmen, was in den Bildungsplänen zu Recht ja drinsteht. Und letzter Punkt, ja, ich glaube, wir brauchen auch ein neues Modell der Finanzierung der Kindertagespflege. Wir als Bundesverband haben schon seit 2 Jahren ein Modell entwickelt, das eine Fachleistungsstunde vorsieht. Würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen zu erklären. Denn Norbert Müller hat ja völlig recht, man ist als Kindertagespflegeperson so ein bisschen in der Situation, das Schlechteste aus beiden Welten zu haben, ne? Nicht wirklich selbstständig zu sein. Nämlich zum Beispiel nicht selber bestimmen zu können, im Gegensatz zu anderen Selbstständigen, wie die Bezahlung sein soll. Das legt die kommunale Satzung fest. Und umgekehrt eben auch nicht die soziale Sicherheit zu haben, die im Angestelltenverhältnis in der Regel herrscht. Also man hat eine hybride Situation. Wir sprechen ja heute viel von hybriden Situationen. So etwas wie eine Fachleistungsstunde wäre, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Einige Bundesländer haben jetzt angefangen, zum Beispiel auch die mittelbare Arbeit in ihren Landesgesetzen zu vergüten. Also die Zeit, die die Tagespflegeperson nicht direkt die Kinder betreut, sondern mit Einkaufen, mit Dokumentation, mit Elterngesprächen, alles, was wir auch immer einfordern, zu nutzen und zu tun. Das sollte irgendwann auch einmal bezahlt werden. Insofern plädieren wir dafür, dass hier ein neues Finanzierungsmodell auch entwickelt wird und wären sehr froh, wenn es dazu Impulse gäbe. Vielen Dank. Ich sehe jetzt in der Runde nichts mehr. Dann hätte ich noch eine Frage, die Sie sozusagen vielleicht auch kürzer beantworten können, auch an alle drei. Das sind ja jetzt einige Monate vergangen oder auch an Erfahrungen. Und es gab die Kritik auch schon in Anhörungen hier, sondern der ersten, dass in der ganzen Situation, im pandemischen Geschehen, sagen, Betroffene zu wenig gehört werden. Das versuchen wir ja sozusagen so ein bisschen zu kompensieren. Jetzt ist die Legislative in vielen Fragen außen vor, sondern wir haben sozusagen viele Entscheidungen, die werden exekutiv und sehr schnell und für uns nicht immer vollständig nachvollziehbar in ihren Abläufen getroffen, zwischen Bund, Ländern, teilweise auf kommunaler Ebene. Ist denn Ihr Eindruck, dass es sozusagen eine bessere Einbeziehung von Ihnen und Ihren Verbänden, Ihrer Fachlichkeit gibt, von Elternvertretungen, von Beschäftigtenvertretungen, von Berufsverbänden? Oder sind wir da sozusagen nicht viel weitergekommen? Das würde mich noch mal interessieren. Wir sehen da zaghafte Schritte vorwärts. Gerade auf kommunaler Ebene tun sich da ganz viele noch schwer. Wir haben eben schon gehört, wir haben manche Bundesländer, die haben gar keine verfasste Elternvertretung. Da kann natürlich nur ganz, ganz schwer eine Einbeziehung in irgendwelche Maßnahmen erfolgen. Ohne dass wir Strukturen schaffen, wird es auch schwer werden. Aber wir sehen also ganz zaghafte Schritte der höheren Beteiligung, die bei weitem noch nicht ausreichen. Das muss ich ganz klar feststellen, weder auf allen Ebenen. Da würde ich mich anschließen. Das sehe ich genauso. Zumal ja, also die Beteiligung jetzt auf Ebene des Bundes in dieser Pandemie erfolgt ja quasi jetzt im Corona-Kita-Rat. Das ist ja... Also da können wir ja nicht wirklich was auf den Weg bringen. Also es wird ja in den Ländern entschieden. Da können wir irgendwie eine Stimme erheben. Aber da muss man mal ehrlich sagen, die Stimme, die es da gibt, die wird ja dann in der Pressemitteilung ordentlich geglättet. Also selbst wenn man da mal was sagt oder kritisch nachfragt, ist das ja nicht so, dass sich das nach draußen transportiert. Von daher würde ich sagen, da ist viel Luft nach oben in Bezug auf die Beteiligung. Also ich denke, auf Bundesebene ist da einiges getan worden. Corona-Kita-Rat hat Elke Alsago erwähnt. Auch das ist sicherlich ein Thema, das auch immer wieder in den Parlamenten stärker diskutiert werden müsste. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es nicht eine Phase gibt, wo plötzlich, wenn denn das ganze Thema Corona halbwegs abgeräumt ist, dass dann plötzlich Schluss ist.
sondern dass es weitergehen muss. Wir sind ja nicht am Ende dieser Diskussion. Wir haben längere Auswirkungen auf die Kinder, wir haben längere Auswirkungen auf unsere Gesellschaftsstrukturen. Das heißt, eine Diskussion muss eigentlich eine Post-Corona-Diskussion erfolgen, wo alle Ebenen diskutieren müssen. Dazu gehören natürlich die Betroffenen, Eltern, Kinder, Berufsverbände etc. etc. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel in der aktuellen SGB-8-Reformdebatte eine Möglichkeit geschaffen wird, dass zum Beispiel auch Zusammenschlüsse, das könnten auch Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen sein, in den Jugendhilfeausschüssen mitwirken sollen. Na, da ist jetzt eine Sollbestimmung drin. Das ist wichtig, dass in den kommunalen, kreislichen Ebenen auch die Betroffenen und die einzelnen Zusammenschlüsse und Gremien stärker mitwirken. Denn letztendlich werden diese Entscheidungen für Eltern und Kinder auch auf der kommunalen und kreislichen Ebene gefasst. Der Bund hat dann natürlich eine andere Struktur und auch eine andere Aufgabe der Rahmensetzung. Aber das, was die Eltern, Kinder, Tagespflegepersonen, Erzieherinnen ist, wirklich spüren, sind die Entscheidungen, die auf Kreisebene oder auf kommunaler Ebene getroffen werden. Also es sollte nicht jetzt, wenn andere wichtige Themen wieder eine Rolle spielen, das Thema, was wir heute diskutieren, plötzlich wieder hinten runterfallen. Das wäre ein wichtiger Appell, dass wir das wirklich auch über eine längere Zeit einmal diskutieren. Gut, vielen Dank. Ich glaube, das war sehr ergiebig. Vielen Dank an Ihr Kommen als unsere drei Sachverständige für den heutigen Tag. Ich beende die öffentliche Anhörung, schließe die heutige Sitzung und wir sehen uns nächste Woche am 4. November wieder, hoffentlich in diesem Rahmen, vielleicht auch in absehbarer Zeit mehr hybrid. Wir prüfen das jedenfalls gerade, was die beschränkten technischen Möglichkeiten des Bundestages uns da an neuen Zugängen ermöglichen nach einigen Monaten. Vielen Dank.